Herrn Schöneborn, das wäre auch die letzte Frage sozusagen in diesem Bereich. Also wir schaffen es eigentlich, Frau und Mann relativ gut privat, leidlich in der Regel, gut mit Respekt und Wertschätzung uns zu verständigen. Aber beruflich scheint es doch eine größere Problematik zu sein. Wäre das nicht ein erster Schritt, oder ein Pflichtseminar wie der von Frau Professor Anna Wahl, also zu organisieren und alle Redakteurinnen und Redakteurinnen da einzuladen? Ja, da sind wir auch mittendrin. Also das Thema Diversity, ich habe das vorhin schon gesagt, wird bei uns zumindest im WDR über Gender hinweg sehr breit angefasst. Und wir hatten im Sommer ja auch in München einen Workshop mit Autorinnen und Autoren, wo wir ganz gezielt dies auch eingespeist haben, weil ich völlig teile, das eine ist die Frage, wer macht die Filme? Da haben wir die bestehenden Probleme. Aber das andere ist natürlich die Frage, was erzählen die Filme? Und da ist natürlich die Frage, haben wir wirklich genug Heldinnen? Ist das, was wir abbilden, wirklich das, was wir auch im Leben mittlerweile in vielen Bereichen zum Glück haben? Wir haben da auch in den nächsten Wochen einiges anzubieten. Wir haben jetzt zur ARD-Themenwoche den Film Keiner schiebt uns weg, der sich mit Gleichbezahlung in den 70er Jahren, dem Kampf von mutigen Gewerkschafterinnen auseinandersetzt. Wir haben, wo wir ganz stolz drauf sind, Anfang Dezember den historischen Zweiteiler Anne Boda, wo nicht nur die Protagonistin eine Frau ist, sondern Regie, Produktion, auch das Buch in weiblicher Hand sind. Also ich glaube, das eine geht nicht ohne das andere. Und dazu gehört, genau wie Sie gefragt haben, dass zum Beispiel bei uns im WDR die Diversity-Beauftragte Redaktion für Redaktion besucht. Und ich sage das nochmal, es dann aber eben nicht nur um Männer-Frauen-Fragen, sondern um Fragen von Herkunft, um Fragen von sozialer Herkunft auch gehen muss. Denn das ist ja für uns das Entscheidende. Es kann ja für uns als öffentlich-rechtlicher Sender kein Selbstzweck sein, bestimmte Rollenbesetzungen vorzunehmen, sondern wir haben ja einen Auftrag. Wir haben einen Auftrag für diese Gesellschaft und an diese Gesellschaft. Und das bedeutet, wir müssen für alle ansprechbar sein. Und solange wir ein Programm machen, wo viele Zuschauerinnen oder Zuschauer das Gefühl haben, Moment mal, das ist aber Klischee und nicht Realität, solange das auftritt, erfüllen wir unseren Auftrag nicht. Also insofern geht es nicht nur um ein gesellschaftliches Ziel, das ich voll und ganz unterstütze, sondern wenn wir das nicht erreichen, erfüllen wir auch schlicht unseren Auftrag nicht. Und sehen Sie das vereinbar? Also ist das zu vereinbaren mit der Unterhaltungsqualität der Programme? Sehen Sie das? Also ich weiß nicht, worauf Sie genau hin wollen. Nee, ich möchte, wenn Sie sagen, also ich muss die Gesellschaft repräsentieren, wie die ist, das ist schon, also wir haben ja heute sehr viele Probleme in der Gesellschaft etc. Also es ist nicht unbedingt unterhaltsam, einen sehr ernsthaften Film zu sehen. Also es ist eine Frage, ist es unterhaltsam? Ja, wobei ich eher drauf schauen würde, wie hoch die Schwelle ist, sich einem Film zu widmen. Natürlich laufen wir, da die Menschen, die Fernsehen machen, die Film machen, eher aus höheren Bildungsmilieus kommen, eher intellektuell und kulturell orientiert sind. Natürlich laufen wir immer Gefahr, dass auch unser Programm eher ein Angebot für unseresgleichen ist. Aber das ist genau die Falle, in die wir nicht laufen dürfen. Alle müssen uns bezahlen. Insofern müssen wir natürlich genauso oder vielleicht sogar noch mehr Angebote machen für Menschen, die einfach weniger Anstrengung aufbringen wollen, um einen Film zu sehen oder weniger Anstrengung aufbringen können. Nur das heißt ja nicht automatisch, dass es inhaltlich wertlos und trivial ist oder banal. Es ist nur die Frage, wie hoch lege ich die Schwelle der Anstrengung oder erzähle ich so, dass ich die Arme öffne, dass ich leicht einsteigen kann und dann vielleicht auch ohne große Anstrengung durch ein wichtiges Thema geführt werde. Das ist unser Ziel, gerade am Filmmittwoch um 7:45. Und Sie werden da bin ich ganz sicher, in den nächsten Wochen und Monaten auch gute Beispiele für sehen. Ja, aber das ist toll zu hören, weil eigentlich sind wir auch dafür alle, oder?